Hier zeigen wir dir, wie du beim iPhone 13 das Display tauschst. Ersatzteile und Werkzeuge findest du in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn dir unser Video gefallen hat. Zuerst entfernst du zwei Pentalobe-Schrauben. Bitte sortiere dir immer alle Schrauben, damit du beim Einbau nicht durcheinander kommst. Mit einem Föhn, der sich bis 60 Grad erhitzen lässt, erwärmst du das Display, damit sich der Kleber löst. Du legst den Präzisionssaugnapf an und verwendest flaches Hilfswerkzeug, um an den Seitenrändern entlang zu fahren. Pass dabei auf, nicht zu tief in das Telefon zu fahren. Nun entfernst du die drei markierten Schrauben. Unmittelbar danach wird die Akkuflex-Verbindung gelöst. Danach werden drei weitere Schrauben entfernt. Jetzt werden die Displaykontakte abgemacht. Für das neue Display verwendest du am besten auch eine neue Klebefolie. Jetzt machst du zuerst die Displaykontakte fest und abschließend die Akkuflex-Verbindung. Nun werden die Abdeckungen eingelegt und verschraubt. Schließlich kannst du das Display vorsichtig festdrücken. Jetzt setzt du noch die beiden Pentalobe-Schrauben ein. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.